herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer daheim. Die Zeit vergeht, bewährtes bleibt. Deshalb ist es wieder an der Zeit, das Gipfeltreffen zu zelebrieren mit Johann König und Thorsten Sträter. Wir sind da für Ihre Fragen und damit habe ich auch schon die Zeit für meine Introduktionsbeamte fast wieder überzogen. Was will man also von uns wissen? Hallo ihr drei, ich bin Sandra Maischberger. Als gute Staatsbürger habt ihr sicher schon von dem De Hondt-Verfahren gehört. Das gibt es auch in der Schweiz. Dort heißt es Hagenbach-Bischoff-Verfahren. Also ich bin gespannt auf eure Meinung. Findet ihr eigentlich, dass das ein gerechtes Verfahren ist? Ja, De Hondt ist ja holländisch und heißt die Katze. Was ist denn das De Hondt-Verfahren? Weiß das einer jetzt mal ernsthaft? Also das De Hondt-Verfahren. Ich habe mich mal mit dem Hund verfahren, was völlig anderes war. Dann musste ich fragen, aber dann ging es ja nach Hause. Was ist das De Hondt-Verfahren? Was war das andere Verfahren? Das ist sozusagen der Hammelsprung auf Holländisch. Also was bei uns der Hammelsprung ist, und weil die halt in Holland logisch keinen Hammel haben, weil die ja keine Elche kastrieren dürfen, macht man, im Prinzip ist es sozusagen das gleiche Prozedere, oder? Ja, ich denke schon. Es geht um Wählerinnen. Wählerstimmen. Wählerstimmenrinnen. Und wie groß das Parlament ist. Und je nachdem, wie viele Wählerinnen stimmen, wie viele Stimminnen da sind, desto größer ist das alles so. Und was will sie wissen, ob das gerecht ist? Es war eine überaus kluge Frage, für die wir vielleicht zu dumm sind, weil uns da Fakten fehlen. Und zwar alle. Alle Fakten, außer dem einen Tu-Wort, das sie gesagt hat, fehlen mir alle Fakten. Ich weiß nichts. Dann sagen wir ich checke auch dieses ganze Ampelsystem. Also dieses, ja, die Ampel. Ich sitze oft morgens da und denke mir, welche fucking Ampel? Welche Ampel? Fahr nicht drüber, wenn ein Blitzer drin ist. Was für eine Ampel? Ich checke überhaupt nicht, was für eine Ferengi-Pfirsich-Maracuja-Koalition wir haben. Ich weiß nicht, was abgeht. Weil was ist denn das De Hondt-Verfahren? Wer ist De Hondt? Robert De Hondt, der damals... Aber wenn wir jetzt einfach bloß so von Politik reden, führt uns das ja auch nicht zum Ziel. Sie wollte ja explizit wissen... Ja, richtig. Das ist halt Kernproblem. Was sie genauso gut hätte machen können in dem Video, wäre gewesen. Dass wir exakt den gleichen Sinn gehabt. Die Frage wurde auch ein bisschen hektisch eingespielt. Können wir sie noch mal in Ruhe auf uns wirken lassen, bitte von Anfang an? Als gute Staatsbürger habt ihr sicher schon von dem De Hondt-Verfahren gehört. Das gibt es auch in der Schweiz. Dort heißt es Hagenbach-Bischoff-Verfahren. Also ich bin gespannt auf eure Meinung. Findet ihr eigentlich, dass das ein gerechtes Verfahren ist? Ach so, ja, De Hondt, stabiles Verfahren, habe ich immer gesagt. Das ist tatsächlich, mich hätte es gar nicht anders gemacht. Das Hagenbach-Bischoff-Verfahren ist ja nicht zu wechseln mit der Klopp-Stopp-Meindolf-Methode. Ja. Ja, Hornbach-Bischoff war auch tatsächlich einer der schlechteren Baumärkte bei uns, weil es einfach vom Kaplan geführt wurde. Du hast kaum Schrauben gekriegt, das war schlimm. Aber wir hatten in der Zeit auch nichts. Ich persönlich weiß, also ich finde das schon, dass sie recht hat. Ich habe mich auch früher mit dem Bischof verfahren. Du hast dich im Bischof verfangen. Ich mit dem Bischof verfahren. Mit dem Bischof verfahren. Das ist ja. Das kam mir gerade so. Ich muss sagen, das ist der Tiefpunkt der Sendung. Ja. Wir sind zu dumm für diese Frage. Wir kennen die Verfahren nicht. Und Frau Maischberger hat ein Recht darauf. Auf eine vernünftige Antwort, aber wer keine Fakten durchreicht. Sie hat uns ein bisschen oberflächlich bloß so informiert. Also sie wirft uns das so hin wie Brocken. Ja? Ja. Sie setzt voraus, dass wir gute Staatsbürger sind. Was ja Quatsch ist. Weißt du? Ich finde, wir sind hervorragende asoziale Subjekte. Ja, ich weiß einfach nicht, was das De Hondt-Verfahren ist. Mich provoziert das auch, weil das ist... Wo sofort wahrscheinlich bei jeder anderen Sendung auf RTL sagt danach, ach so, ja, Francesco De Hondt, das Verfahren ist doch nicht fair. Die spinnen doch. Weißt du, einer wird geohrfeigt, der andere muss zwei ziehen, der dritte muss in Geneva trinken. Wir kennen das Verfahren nicht. Deswegen fehlt uns alles für diese Frage.
Guten Tag. Ich habe folgende Frage. Und zwar steigt ja gerade die Inflation in Deutschland. Ne? Und ich habe mir da so überlegt, wenn das immer so weitergeht, ne, wie jetzt zum Beispiel in der Türkei, da hat es schon 36% die Inflation. Und wenn die Inflation jetzt in Deutschland genauso hoch wäre, wenn das immer so weitergeht, wenn also das Geld immer weniger wert wird, müssen wir dann auch 36% weniger arbeiten? Oder kriegen wir dann vielleicht eventuell mehr Urlaub? Also bei der Inflation, ich mache das ja so, ich kaufe meine Lebensmittel alle nachts an der Tankstelle. Weil die dann, die haben dann eine Inflationsrate von etwa 70%, weil ein Pfund Butter einfach 8 Euro kostet. Und damit ich die Inflation im normalen Leben nicht so spüre, gehe ich einmal die Woche normal in Rewe. Und das ist zwar alles teurer geworden, aber nicht so schlimm teuer wie da, wo ich sonst immer einkaufe. Und ich persönlich, ist 12% viel Inflation in Deutschland? Je nachdem, in welchem Zeitraum. Aber im Jahr ist es viel. Ach so, normal, über das Jahrhundert gesehen ist natürlich nichts. Völlig richtig. Aber ob wir mehr arbeiten müssen, also wir bestimmt nicht, oder? Ich glaube, dass man weniger als ich kann man nicht mehr arbeiten. Ja. Also es ist gar nicht möglich. Alles, was noch weniger arbeiten ist, ist tot. Ist das Gegenteil von Arbeit automatisch tot? Kommt da nicht erst noch Faulenzen dazwischen? So nee, ich glaube, dass also richtige Arbeit und Tod, ich glaube, das sind die größten Gegensätze, weil Arbeit ist ja doch schon eher anstrengend und Tod wohl nicht. Ich glaube, dass man sich aber im Sterben noch mal so ein bisschen verkrampft, weil wenn man weiß, wenn man das nicht gut hinkriegt, ist man ja trotzdem tot. Und wenn das Sterben immer teurer wird wegen der Inflation, stirbt man dann lieber früher? Das ist... Aber dann ist man länger, hat man ja weniger, muss man weniger bezahlen. Man ist auch länger tot. Man dann. Ist länger das tot. Nur wer länger lebt, muss viel mehr bezahlen für die Beerdigung. Das ist tatsächlich so. Du kannst versuchen, halt während des Sterbens auf Ja-Produkte auszuweichen. Die kommen ja oft aus denselben Fabriken wie die Markensachen. Ja. Und ist die Inflation nun positiv, also für euch, sag ich mal, oder negativ? Oder? Also meine Kinder kriegen weniger Taschengeld. Je mehr sie ausgeben müssten, weil ich denke, wir müssen alle weniger ausgeben. Als deine meine Kinder. Ja. Der positive Nebeneffekt ist, wenn deine Kinder genauso viel Geld bekommen wie immer, aber die Inflation steigt, können sie dafür weniger kaufen. Mhm. Genau. Und du musst dadurch weniger wegwerfen. Was kaufen denn Kinder überhaupt? Du hast ja, was machst du denn? Ein normales Kind kauft sich einmal im Monat eine Schallplatte von Miley Cyrus. Und das war's ja im Prinzip. Das kennt ihr im Osten gar nicht, oder? Johann? Nein. Gut. Hätten wir eine Möglichkeit, die Inflation zu befeuern? Ja. Wodurch? Wir könnten sinnlose Rohstoffe teurer machen. Also man könnte zum Beispiel, Benzin ist ja massiv zu billig. Das heißt, alleine tanken ist ja ein derartiges Arme-Leute-Vergnügen geworden, dass man da wirklich an der Stellschraube drehen könnte. Okay, aber ist jetzt Benzin ein Rohstoff? Das ist ja eigentlich ein Produkt. Dazu werden ja Ziegel, glaube ich, oder? Das wird ja aus Ziegelsurrogat extrahiert. Ja. Der Ziegel wird ja jetzt mal laienhaft gemolken. Wir wollen ja, dass wir verstanden werden von den Menschen. Und insofern ist jetzt Benzin kein richtiger Rohstoff. Ein richtiger Rohstoff ist, glaube ich, zum Beispiel Feuer. Der klassische Rohstoff Feuer. Ja. Genau, das ist, ich merke das auch immer. Ich fühle mich auch sicherer, wenn ich mit einer brennenden Hose unterwegs bin. Ja. Einfach, wenn du welches brauchst, ist es da. Das wäre aber lustig, wenn man eine brennende Hose hat, dann hätte man sozusagen als Gegensatz hätte man immer so einen kleinen Taschenfeuerlöscher. Statt des Taschenfeuerzeugs immer so einen kleinen Taschenfeuerlöscher in der Hose. Genau, mit dem man sich in der Fußgängerzone mal eben spontan das Gemächt einnebelt, um da... Ich halte das für richtig. Ich tank weiter. Ich habe letzte Woche erst wieder 40 Liter Diesel in meinen Tesla reingepumpt. Ist mir scheißegal. Der braucht... Alle zwei Monate braucht der komplett neue Sitze. Weil das riecht ja, aber
Und wenn man immer für die gleiche Summe tankt, also angenommen immer für 180 Euro, dann wird es ja auch nicht teurer. Das ist richtig. Die Zeit wird kommen, wo wir mit 180 Euro einfach nicht vom Gelände der Tankstelle runterkommen. Aber ich bin dafür, ja. Ja. Ja, mehr ist zu diesem Thema nicht zu sagen. Und zwar seit Minuten schon nicht. Warum kann eine Frau in Russland nicht Präsident werden? Weil Putin keine Frau ist. Welche kulturellen Gesetzmäßigkeiten gibt es in Deutschland, die für die Ewigkeit sind, in Stein gemeißelt? Unwiderrufbar. Oh, da gibt's einige. Da gibt's einige. Da gibt's einige. Da gibt's einige. Ich würde sagen, auf jeden Fall schnell fahren, Vollkornbrot, Klopapier. Wöchentlich feucht ist auch sowas, eine deutsche kulturelle Errungenschaft. Ich weiß jetzt nicht, was genau feucht sein muss, aber irgendwas. Der Flur. Der Flur, oder? Ah. Sparkassenfilialleiter müssen Kurzarmhemd tragen zu Krawatte. Und wenn sie dich sehen, müssen sie sagen, ich grüße sie. Das ist so, das geht gar nicht. Und wenn mehr als zwei Personen am Tisch sind, musst du auf die Tischplatte klopfen und sagen, ich mach mal so. Das ist was, was du nicht wegkriegst. Weil es wäre ein bisschen viel verlangt, zwei Leuten zu sagen, auf Wiedersehen. Es ist besser, einfach zu zeigen, ich habe den Tisch gesehen, ich mach mal so. Ich glaube, gerade jetzt auch durch die Corona-Situation haben viele Deutsche auch noch mal ihre eigentliche Bestimmung neu erkannt und definieren können. Ja? Also dieses, wir müssen wachsam bleiben, oh, lieber nicht, lass es uns prüfen, Gegenmaßnahmen einleiten. So, also ich denke, die Deutschen sind sehr zögerlich und sehr vorsichtig. Mhm. Ich glaube, das einzige Mal, wo sie wirklich gezeigt haben, was sie können, wie sie drauf sind, das ist eigentlich so, ich sag mal, Blitzkrieg. Da sind die Deutschen mal so über den Schatten gesprungen. Da haben sie mal gesagt, das machen wir jetzt einfach mal. Das probieren wir mal aus, mal sehen, wie das ist. Sonst immer abwarten und so. Und da wünsche ich mir eigentlich mehr von dieser, ja, von diesem Elan, dass man so sagt, wieder, also zurück. Nicht, dass man jetzt überall einmarschieren muss. Nein, aber so von diesem Spirit, den finde ich auch sehr deutsch. Die Blitzkrieg-Mentalität. Ja, ja, diese Blitzkrieg-Mentalität. Wozu habt ihr jetzt konkret im deutschen Fernsehen aufgerufen? Ich habe nicht ganz... Also zum Nicht-Einmarschieren, also zumindest nicht überhastet. Okay, gut, ja, richtig. Dann aber ruckartig. Wenn man sich durchgerungen hat, rüberbumsen! Also Holland, die Leute wissen gar nicht, wie ihnen geschieht. Bums, alle Frikandelautomaten weg. Also erst mal sagen, ich grüße Sie. Ich grüße Sie, ich mach mal so. Das ist ganz, ganz schlimm. Das man ganz, kann ganz ja freundlich schlimm. Einmarschieren. Ja. Mahlzeit, so, genau. Also... Ohne die Leute jetzt zu überrennen, also einmarschieren. Ja, das ist ja auch ein Unterschied, sag ich. Genau. Das ist ja typisch deutsch. Irgendwo einmarschieren und dann, was zahlt ihr hier kalt? So, weißt du, bei Leuten zu klingeln, das ist aber schön geschnitten. Hier haben die Kinder ihr kleines Reich. Sowas, das kotzt mich an. Immobilienanzeigen. Ich höre einfach auf, Bottrop aufzukaufen. Ich habe die Schnauze so voll. Man muss aber auch sagen, dass durch die koronöse und koronistische Situation ja viel an kultureller Identität wegbricht. Ja, nehmen wir zum Beispiel Böllern. Ja, jahrelang hieß es, es muss geböllert werden oder es muss Brot zu Böllern verarbeitet werden. Oder, also Böllern war ein großes Thema. Und jetzt feierte ich Silvester in einer Böllerverbotszone. Ja, also ja. Der Erwerb des Böllers war verboten. Man wollte eben, dass die Leute nach Polen fahren. Ja, so, damit die Krankenhäuser hier nicht überfüllt werden. Ja. Denn die polnischen Böller sind so sicher, da musst du nicht ins Krankenhaus. Da bist du sofort ein Fall für die Stadtreinigung. Und die morgens mit Sang durch die Stadt gehen, Daumen hoch. Das ist das, was ich immer so gemocht habe am Böllern. Ja. Das ist ja so, du klar kaufst du die in Polen, weil wenn du dir im Ruhrgebiet was absprengst, das fliegt ja bis Polen stellenweise. Du hast ja tatsächlich mit so einem Oberschenkel dann so einen Grenzübertritt. Ich habe nie verstanden, warum wir Deutschen böllern dürfen. Wir sind das Land, von draußen gibt es nur Kännchen. Wieso dürfen wir das? Ich will es so in den Raum stellen. Also ich fand böllern immer. Das ist ja eigentlich, kommt aus dem Chinesischen, soll böse Geister vertreiben. Nur, dass du halt der böse Geist bist für dein Haustier. Ich habe es nie kapiert so. Ja, hier gibt es ja auch Hexen, Dämonen, Trolle. Elfen, wir sagen im Ruhrgebiet immer noch Politessen, aber mach weiter. Okay. Wurzelpeter oder auch der heimtückische Mummum. Ich habe mir vorgenommen, im neuen Jahr nicht mehr über jeden Scheiß blöde zu lachen, aber was denn der heimtückische Mummum? Gute Vorsätze.
im neuen Jahr, dass man sich, ich nehme jedes Jahr vor, dieses Jahr rauche ich mehr. Und ich schaff's nicht, ich weiß es. Ne? Das, also ja, rein zeitlich geht das gar nicht. Aber ich versuch's. Man nimmt sich immer wieder etwas vor. Hast du dir etwas vorgenommen dieses Jahr? Nein. Ich möchte, dass das Jahr genauso wird wie das letzte. Und ja, das war ja auch toll. Also da ist ja nichts dran zu meckern, muss man sagen. Da muss ich wirklich sagen, das war richtig gut. Wenn ich eins will, dann noch mal mit dem ICE liegen bleiben mit einer Filtertüte im Gesicht. Das ist, dass ich da einfach 7 Stunden sitze ohne WLAN. Das ist, naja. Da muss ich auch sagen, von den 2 Jahren Corona, die wir jetzt hinter uns haben, da muss ich sagen, ich fand das erste Jahr besser. Ja, ich fand das erste Jahr... Da war alles noch so neu, ne? Ja, das war interessant. Wo ich auch wirklich dachte, im Autokino auftreten wäre eine Option. Mhm. Diese Blauäugigkeit, die hätte ich mir gerne bewahrt. Tatsächlich. Aber gute Vorsätze. Ich habe noch Restvorsätze von 2004, die ich noch verwirklichen muss. Mhm. Ich hinke dem nach. Mhm. Also da ist halt dich jung und bau Gewicht ab. Das ist 15 Jahre altes Material. Ich arbeite dran. Ich halte von Vorsätzen nichts. Vor allen Dingen im Januar kannst du die meisten Sachen eh nicht umsetzen. Ne? Mehr auftreten, habe ich mir gesagt. Im Januar unbedingt mehr auftreten. Ich denke, da haben wir eine ganze Menge aufgelistet, oder? Wer fragt uns noch was? Sehr geehrte Herren des hochklassigen Gipfeltreffens, es scheint ja, dass ihr euch drei sehr, sehr gut versteht. Deswegen von mir eine etwas ketzerische Frage. Ihr drei seid schiffbrüchig, landet auf einem arschkleinen Rettungsfloß und einer von euch muss geopfert werden, weil es gibt nichts mehr zu essen. Wer soll es sein und warum? Ich freue mich sehr auf die Antwort. Na, die Frage liegt, das ist klar. Wenn alle satt werden wollen, können wir Olaf nicht opfern. Ja, so... Ja, Olaf. Also ich würde den opfern, zu dem man am häufigsten sagt, du Opfer. Bis es stimmt. Naja, ihr müsstet schon mich opfern. Also rein vom Körperfettgehalt ist das gut. Also ich meine, du bist ja, verstehst du, bist ja auch, sag ich mal, rein vom reinen Brennwert her ein Lauch. Von daher, das hilft uns keine 48 Stunden drüber. Also ihr müsst schon, mich müsst ihr schon verzehren. Ja, aber das Auge isst mit. Also das siehst du nach 4 Tagen Hunger anders und du wirst sagen, okay, das Fleisch sieht nicht gut aus, dafür hat es ein feines Raucharoma, mach dir keine Gedanken. Aber die Frage ist ja, warum müssen wir einen opfern? Also das ist ja, man kann doch, wieso nimmt man nicht von jedem das Beste, also ein Stückchen? Dass man von Thorsten, was weiß ich, Den Nacken nimmt, von Olaf das den Oberschenkel. Das ist nicht das Beste, glaub mir. Aber von Olaf den Oberschenkel, von mir den Trizeps. Das wäre doch, dann hätten wir doch ein 3-Gänge-Menü im Grunde. 3G. Und könnten alle weiterleben. Ich find's zu fleischlastig. Kann man ohne Nacken weiterleben? Bitte was? Kann man ohne Nacken weiterleben? Ja. Da fällt der Kopf so nach vorne. Ich glaube, dass das Nicken schwierig wird, aber man kann. Wir haben sie den kompletten Nacken weggenommen. Ich würde erst vegan rangehen. Ich würde erst sagen, Körperbehaarung, Achselhaare und dergleichen Sachen. Also alle. Was ist denn? Die Frage ist gestellt worden. Ja, und zwar natürlich. Von Musti. Eichelkäse überbacken. Du bist damit angefangen. Nein, damit bin ich einfach nicht angefangen. Ich glaube, Eichelkäse hat einen zu geringen Fettgehalt. Du musst ja 45% Fett in Tr haben. Hm? Ja, der muss sonst, lange, der muss wieso, lange reifen. Wieso klinke ich mich in das Gespräch ein? Ich will da aber eigentlich nichts mit zu tun. Es stimmt, haben. Es ist halt die Frage, einer muss geopfert werden. Das ist eigentlich richtig. Ganz, ich könnte ja euch beide opfern. Das wäre eigentlich wesentlich sozialer. Für wen? Für mich. Ja. Aber vielleicht kann man auch erstmal. Du kriegst mich doch gar nicht zum Grill gezogen. Also Ich weiß auch gar nicht, ob das jetzt der richtige Ansatz ist, ob man sofort diesen Verzehrfaktor. Man kann ja erstmal auch nur lutschen. Also, da hat man noch viel länger was von. Dass jeder den Daumen vom anderen oder den großen Onkel so lange lutscht, bis da nur noch Knochen sind. Ich seh das, wie wir da sitzen am Strand und in die Stille sagt einer, Johann, nimm meinen Ellenbogen aus dem Mund. Ich denke, ich würde mich schon an Tag 1 opfern, wenn ich mit euch auf einer Insel lande. So, die nächste Frage. Man bereut ja selten Dinge, die man getan hat. Aber habt ihr schon mal was bereut, was ihr nicht getan habt? Ja. Ich habe einmal vergessen,
unterlassene Hilfeleistung zu geben. Und das hast du bereut? Nein. Also in puncto bereuen, da halte ich es eher mit der großen Piaf. Je ne grie. Also ich bin so ein... Ja, was? Ich dachte immer, dass sie die Vinaigrette vergessen hat. Nein. Je ne vinaigrette rien, sagt sie doch. Keine was? Vinaigrette für den Salat. Ich habe die Erfinderin der Vinaigrette, die ist doch noch nicht vor allzu langer Zeit gestorben. Ich habe die mal kennengelernt. Wirklich? Ich habe einen Verkäuferwettbewerb gewonnen in den 90ern und dann ist man so nach Montpellier gefahren und nach hier in diese ganzen schönen Städte in Frankreich, diese Küstenstädte, und dann hieß es, so, besonderer Punkt, Sie lernen heute kennen die Erfinderin der Vinaigrette. Kein Scheiß. Und dann sind wir in so eine Großküche gebracht worden, da war eine ältere Dame und die hat gesagt, ich habe die Vinaigrette erfunden. Da hat die uns eine Vinaigrette gemacht und wir alle so, ja cool, okay, danke. Netter Kontakt, gerne wieder. Und das war so, weil wir fanden es als Punkt auch so ein bisschen, wieso Vinaigrette? Stell dir vor, du wärst nach Holland gefahren und ihr hättet durch Zufall jemand was über die De Honck-Methode erzählt. Das wäre es mal gewesen, ja. Ja, aber es war die Vinaigrette, die habe ich mal kennengelernt. Und das ist halt. Ja, aber ihr merkt, wir nähern uns dem Kern der Frage sehr, sehr langsam. Ja. Was ich wirklich bereue, war, dass ich wirklich bereue. Ich bin ja ein großer Bader. Also man trennt sich ja zwischen Duschen. Also nackt im Stehen sich mit Wasser begießen zu lassen oder in seiner eigenen Suppe zu schwimmen. Einfach in seiner Soße, wie im Sud. Und ich bin ein großer Bader. Ich lieg da und guck dann die erste Staffel Sopranos und finde das total super. Du musst in sich wie so Blätterteig musst du werden. Und dann war ich in einem Hotel und da hatte ich extra anrufen lassen über Dritte. Also nicht mal über die Agentin, selbst die hat noch einen Mittelsmann, der dann anruft, dass ich ein Zimmer gerne hätte mit Badewanne. Und dann hatte ich doch eins mit Dusche. Dann habe ich mir gesagt, mir reicht das jetzt? Ich werde trotzdem baden. Ich werde hochkant in die Duschkabine gehen, die von innen abdichten mit Handtüchern, Kleber, dass ich Wasser bis zum Kinn einlaufen lassen kann. Und das habe ich gemacht, das ging mir bis zum Bauchnabel und dann hat es an der Tür geklopft. Ich war da einfach zu neugierig. Das hat 4.000 Euro gekostet. Tja. Das hast und du, das hätte ich lieber nicht gemacht. Das hast du bereut? Das habe ich tatsächlich bereut, ja. Man ist ja entweder Bader oder halt... Meinhof. Oder Meinhof. Die Frage... Richtig. Ich glaube, ist ja trotzdem, es wurde ja gefragt, das bereut, was du nicht getan hast. Das hast du ja gemacht. Das zweifelsfrei. Stimmt, das habe ich gemacht. Ja, ich hätte es lieber nicht gemacht. Stimmt, ja, du hast recht. Was hast du unterlassen, was du bereut hast? Ich habe eigentlich immer alles gemacht. Ja. Also ich hab nie Sachen nicht gemacht und dann bereut. Also Bereuerei generell. Ich mag eher so Brauerei. Nein, also man bereut es selten morgens, dass man abends nicht noch mehr getrunken hat. Ja, nüchtern betrachtet war es betrunken besser. Genau. Ja. Ich bereue zu Hause viel. Also ne, mit meiner Frau, ich sage immer, ja, okay, bereue ich total. Ja, meine Frau nennt mich schon Bereutigam. Naja. Ja. Das muss man sich geschrieben vorstellen. Ja, ja, das ist ein klassischer Grammatikwitz. Auf einer Pappe denke ich mir, wäre das ein Kracher. So geht's. So, die nächste Frage. Wo soll man sich verstecken, um nicht beim Onanieren erwischt zu werden? Hat man einen Kollege gefragt, Kompostbetrieb, ne? Hand hoch, wer auch nur auf die Schrankwand geachtet hat. Das waren ja drei. Also eine links, eine rechts und eine in der Mitte. Ja. Lass es eine Anrichte aus Zitronenbaiser schnitzen. Ja, Enrico. Über Jahre muss das so gegangen sein. Unfassbar. Meine Netzhaut erholt sich gerade erst. Wie war die Frage? Also ganz kurz gesagt, wo man sich verstecken soll, um quasi die sexuelle Notdurft zu verrichten. Das kann...
kann man ja beim Versteckspielen eigentlich machen. Ne? Wenn man sich versteckt, man weiß, es ist ein gutes Versteck. Die finden einen so schnell nicht, man hat Zeit, ist langweilig. Oder auch wenn man der ist, der sucht. Alle sind versteckt. Man weiß, die kommen nicht raus, man hat Zeit. Ja, zwei sitzen im Schrank und dann, sei leise, das Schubgeräusch kommt näher. Das muss ganz schlimm sein. Naja, höre einen Schlockern, hör auf zu atmen. Und dann hörst du, wie langsam am Schrank, schlock, 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 am Schrank geht das Geräusch an dir vorbei. Er hat uns nicht gefunden. Das ist mit das Schlimmste, was ich je in dieser Sendung von mir gegeben habe. Und ich bin immer erwischt worden. Ich finde... Es ist ja vielleicht auch so prinzipiell in der Frage, genau, möchte man erwischt werden oder nicht? Also ich finde schon, dass der Ort eine große Bedeutung hat. Also wenn ich jetzt onaniere, angenommen, sag ich mal, in einer Gedenkstätte, es muss ja jetzt nicht gleich Zweiter Weltkrieg sein, nehmen wir Bauernkriege, dann ist das sicherlich anders, als wenn ich jetzt, sag ich mal, onaniere auf dem Wertstoffhof. Ja? Also ich finde, dass der Ort dem Vorgang schon auch eine gewisse Würde verleiht. Ja, und die Frage ist auch, von wem könnte ich erwischt werden? Ja. Bin ich jetzt bei meiner Mutter zu Besuch und ich weiß genau, die hat das schon so oft gesehen. Ja. Heiligabend, oder, immer das gleiche Lied. Naja, oder bin ich nur mit der Frau im Haus, ne, wo ich auch weiß, die hat das schon so oft gesehen. Ja, auf dem Wertstoffhof musst du ja noch im richtigen Bereich onanieren. Das stelle ich mir sehr stressig vor. Ja, natürlich. Du kannst ja nicht überall rein. Holzgartenabfälle, Sperrmüll. Und ich glaube, in Sperrmüll ist alles enthalten, was du als Wort... Ja. Und ja, man sollte sich... Also ich meine, wichtig wäre, wenn man so eine Schrankwand hat, verlass den Raum. Und such dir dann eine geschlossene Kemenate. Also... Es bleibt dir vollkommen selbst überlassen, ob du von innen eine Telefonzelle mit Folie ausklebst. Aber ich glaube, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich würde mich verkrampfen, wenn Leute dabei zusehen. Ja, aber es wird empfohlen, dass man mit der Partnerin, also gemeinsam, ich habe auch schon mal meine Frau gefragt, ob sie mich selbst befriedigt. Ja, Das wird ja nicht alles gesendet. Ja, oder? Weil du ja... Das schon. Ja, ich glaube, Johann ist so langweilig im Bett, dass besteht die Gefahr, dass deiner Frau die Hand einschläft, oder? Nein, ich glaube, wenn man wirklich... Kennt ihr das, wenn man den Arm unter das Bein, dass man dann so ein bisschen das Gefühl hat, es wäre eine fremde Hand? Ich könnte mir vorstellen, wenn ich denke, fuck ein, fremdes Bein. So, wenn ich es richtig verstanden habe. Kennt ihr das nicht? Nee, das muss sein, wie ein Marathonläufer holt mir gerade einen runter. Das ist absolut schrecklich. Ich habe das Gefühl, dass das neue Jahr dem Niveau der Sendung nicht unbedingt hilfreich... Das liegt doch an den Fragen, nicht an das uns. Das stimmt. Ja. Zur Onanie empfiehlt sich Abgeschiedenheit. Ja, ich denke, mit dieser Thematik haben wir unseren Zuschauern genug Hausaufgaben mitgegeben für die nächste Woche. Wir bedanken uns für Ihre Aufmerksamkeit und freuen uns auf das nächste Gipfeltreffen. Thorsten Sträter und Johann König.